Okay, dann können wir uns ja den Rittern da mal stellen. Kommt jetzt nämlich. Schnitzel. Das sind zwei. Die habe ich auch relativ schnell getötet, aber nicht ganz so häufig wie die Typen. Tatsächlich, da droppt jeder was. Die droppen. Deswegen habe ich jetzt auch. Lass mich kurz. 85 kleine und 31 große Titanitscherben. Ich würde zuerst rechts lang gehen, weil da eine Sackgasse ist. Die Tür hier geht übrigens nicht auf. Schade. Wie gesagt, eigentlich müsste ich die Rüstung von Ornstein und du die Rüstung von Smaug anziehen. Ja. Und natürlich der Reihenfolge, weil ich nicht. Target. Die Tür hier geht, soweit ich weiß, nicht auf. Aber die ging auch schon in Daxitz 1 nicht auf. Ich weiß gar nicht. Da bist du dann rechts über das Fenster irgendwie hier reingekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja. Das war doch die schöne Stelle. Naja, da standest du ja theoretisch eigentlich so gut wie nie vor dieser Tür. Was steht denn auf den Nachrichten? Vision von verrückt werden, ne? Oder hat sie haben sie meinen Waffenschaden jetzt reduziert und deswegen? Ja, auch eine Möglichkeit. Nee. Und deswegen was? Ich habe ein Symbol, da wenn ich mit dir zusammenspiele, in meiner Zauberliste und oben unter meiner also unter meiner Ausdauerleiste, das ich nicht zuordnen kann. Ach so. Wie sieht's denn aus, wie eine Waffe? Blaue Rüstung, Waffe. Das könnte. Normalerweise würde ich jetzt sagen, das ist ein Zauber, der irgendwie die deine Werte vielleicht oder sowas. Oder deine Werte reduziert, ja. Ja, irgendwie eine Anpassung, das kann durchaus sein, aber ich erkenne halt keinen Unterschied zu meinen Werten, wenn ich nicht normal bin. Also so, ist unser Riese noch da? Nein. Also doch, aber. Hat sich zu Tode gearbeitet, na toll. Ja, gut, er gibt eine gute Blut. Ja. Aber ein trauriger Moment, muss ich sagen. Ja. Ich habe mir gerade auch das Weinen verkniffen. Der war cool. Der ja, schon. Ich jetzt gerade. Oh ne, ich ist schon nicht. Ist halt wirklich haargenau dasselbe wie im ersten Teil. Mit dem Unterschied, dass da jetzt Magier sind. Ja, hier oh, ist da ist ja ein Insekt. Kann ich hier runterspringen und mir den Großbogen holen? Leider nein. Oh, stimmt, das ist auch ein Logikfehler. Sie haben das Fenster einfach. Ja, es muss ja nicht alles kaputt sein. Ja, aber das Fenster war ja kaputt. Geh mal hier rechts die Magier machen. Nein, ich komme nicht zum Dämonenkönig. Ich komm mal zu dir rüber, ist wahrscheinlich der bessere Weg. Gehen beide. Oh Gott, ich vergesse immer, dass ich diesen Mistkerl nicht staggern kann. Den einen decken? Ja. Ah, ich brauche gleich dann mal. Oh Gott, da steht noch einer. Übrigens, hier ist ein der best versteckte Secret des Spiels. Was, ne? Ja. Weil hier unten, wo die ganzen Schleime sind, steht eine Truhe. Und es ist so fucking dunkel. Du siehst sie halt einfach nicht. Sehr feuerempfindlich. Ja. Ich bin da so häufig dran vorbeigelaufen. Estus-Scherbe. Achtung! Oh. Das war die letzte Estus-Scherbe, die mir gefehlt hat, und nicht die Estus-Scherbe. 12 Stück? 12 habe ich schon. Nein. Achso, ja. Aber du warst ja in einer Gegend. Also du warst ja in ein paar Gegenden, wo ich schon war. Wie gesagt, ich habe die Truhe immer übersehen. Au.
Der ist ekelhaft. Ich bin damals, glaube ich, nach draußen gelockt. Lol. Weil ich da mehr Platz hatte. Oh Gott. Das ist, glaube ich, eher ein Gegner für dich. Hm. Rubin von Aldrich. Regeneriert TP von kritischen Angriffen. Mhm. Ich stelle sie mir tatsächlich nicht so praktisch vor, einfach weil du ja relativ selten kritisch triffst, vor allem. Was ist mit kritischen gemeint? Stacken? Backstep, Parry. Hier links ist der Schalter wieder. Ach so. Wie im ersten. Ja. Backstep und Parry ist das. Also Parry kann ich mir vorstellen, dass du ein paar Bosse ganz gut parryen kannst. Aber ich bin halt da unbegabt wie sonst was. Wirklich ekelhaft. Warte mal, ich muss hier noch kurz ein Ding austauschen, bevor wir zum bevor wir weitergehen. Ich glaube, Zauber ist da das Sinnvollste. Ich ignoriere mal die Schleime. Ja, ich mach denen eh keinen Schaden. Ich geh direkt auf die Zauberer. Oh, das sind zu viele Schleime. Naja, passt. Ich hab 3 Hits für den. Dann hat er gerade Wucht gezahlt. Oh, da oben liegt ja sogar noch was. Ja. Na gut, ich sehe ja nicht, was du schon eingesammelt hast oder noch nicht. Achso, das ist eine ganz dumme Idee, dass ich das wieder einschlage. Das hätte ich ja Schaden. Oh, die geben nur 80, okay. Hätte man noch einen ignorieren können. Ich habe die immer ignoriert, tatsächlich. Okay, ne, hier hat einer noch was fallen lassen. Lol. Probe von Diakon. Ach, das sind nur... Und hier, der Vetter hat auch was liegen lassen. Okay. Abgründiger Edelstein. Hm. Herzlich willkommen zur zweiten Logiklücke im Spiel. Das ist Aldrich, der Götterfresser. Der heißt nun, weil er ein Gott gefressen hat. Und zwar die Finstersonne Wendin. Kann er aber gar nicht gefressen haben, weil Finstersonne Wendin habe ich in Dark Souls 1 getötet. Vielleicht gibt es ja mehrere. Oh Gott, Pfeile. Diese Pfeile sind scheiße. Naja, 4 Flakons habe ich noch, ich guck mal. Wären erstmal die erste Geschichte. Nee, ich wechsle noch mal hier auf Schleck. Weil ich nicht weiß, ob das Fenster mal wieder so. Okay, den Schwanz anzugreifen macht irgendwie nicht so viel aus wie den Body. Ich habe einen. Ih, was kommt denn jetzt? Jetzt ist er Feuer. Feuer und Flamme für mich. Das ist eine relativ sanfte zweite Phase. Was ist das? Eine relativ sanfte zweite Phase im Vergleich zu den anderen Gegnern. Also. Das kommt man geändert sein. Na toll. Ich bin mitten beim Heilen. Kamehameha. Ich komme gar nicht mehr ran. Das wird nichts. Hab kaum noch Leben und kann mich nicht mehr heilen. Ja, top. Dann lege ich mal mein. Ach nee, warte, ich leg das mal so, dass es an einem etwas besseren Ort ist. Ich fand den Boss jetzt nicht. Also, er macht Schaden, ja.
Ja, nee, man, jetzt weiß ich ja das Handling. Das Moveset nicht so schwer, muss ich sagen. Also ich habe meine Versuche gebraucht, einfach weil dieses, vor allem diese Pfeilattacke halt wirklich, wirklich nervig ist. Weil man hier auch nicht gut dodgen kann. Wo liegst du? Ach da. Aber ansonsten finde ich den, fand ich den jetzt nicht so großartig. Also ich finde, sie haben auch designtechnisch deutlich bessere Bosse im Spiel. Ich nehme mal das Kartus Krummschwert rein, wenn Feuer jetzt vielleicht doch nichts mehr bringt. Ich weiß nicht, ob der gegen Feuer effektiv ist. Wie gesagt, ich hatte an der Stelle die Feuerverzauberung schon ewig weg. Na, bisher waren die Gegner ja alle noch feuerempfindlich. Also wirklich empfindlich sind die waren in dem Gebiet hier nicht mehr, glaube ich. Die Dinger haben immer so geguckt. Ist immer so gebrannt dann. Okay, ja, ich weiß nicht. Also, na gut, die Schleime sind natürlich. Für die alleine werden sie krank. Ah gut, die kann man jetzt beim zweiten Run ja ignorieren. Ja. Na gut, ich habe inzwischen einfach jeder durchgeführt und machen. Und mir war da die Geschicklichkeitsskalierung wichtiger. Aber ich spiele jetzt ja ohnehin mit einer anderen Waffe, die ich nicht durchwirken kann, weil das eine aus Funkeltitanit ist. Kann man auch nur auf maximal plus 5 verbessern. Ach du, so der hat auf dich gezielt. Gott, ich warte die ganze Zeit über darauf, dass die mich mit ihren Feuerbällen angreifen und dann zielen die plötzlich. Ich bin mein Boss, ja? Ich auch. Das wird der Bogen ab. Ich dachte, das macht er erst in der zweiten Phase. Nee, der macht der sein Moveset ändert sich tatsächlich nicht so stark. Fängt nur an zu brennen und macht dann halt den Feuerschaden. Das ja, den Move kann man relativ leicht vorhersehen. Normalerweise kommt er immer am weitesten entfernten Punkt von dir raus. Deswegen stelle ich mich halt immer in die Mitte. Ach, mit dem Bogen ist jetzt tot. Teile folgen einem halt auch. Wie kann man, ich glaube, am besten gehen die, wenn man sich hinter ihn stellt, aber dann hat er mich teilweise ausgebrochen. Offen und zu aggressiv. Ja, ich spiel grad nicht. Spiel mal vernünftig hier. Ja, der. Du machst nämlich ordentlich Schaden, ne? Ich bin kein Fan. Ich kann dir auch. Sind mir zu doof. Du kannst nicht ordentlich weg. Also ich glaube für Magier wenn ich das kein Problem mit diesem Reiz. Oh, krass. Tod. Ich hab schon wieder gesehen. Aber ich hatte mit dem echt Probleme. Wie gesagt, nicht weil die Mechanik dahinter oder das Moveset so schwierig ist, das hat man nach ein, zweimal oder dreimal durchschaut, aber weil der Boss einfach nervig ist. Sag mal, der Pfeilregen, geht der dann immer in eine Richtung oder wie ist das? Das ist tatsächlich komisch. Also ich habe es mehrfach versucht, den zu dodgen, ich habe es auch mehrfach geschafft. Aber es war immer ziemlich random. Also am Anfang habe ich relativ gute Ergebnisse damit gezielt, dass ich immer, er hat eine relativ lange Castzeit, in der er die Bogen spannt und alles. Da einfach weglaufen. Nee, da bin ich nicht weggelaufen, sondern da habe ich mich hinter ihn gestellt am Anfang immer. Das hat manchmal funktioniert, manchmal nicht. Ich glaube, das hängt dann davon ab, ab welcher Stelle, also manchmal hat es sich dann halt wieder mitgedreht. Kennen wir ja von den Dark Souls-Gegnern teilweise, dass sie sich dann ungefähr drehen.
wieder übernommen wird, okay. Das andere, was halt funktioniert hat, war ja weit weggehen und dann versuchen auszuweichen oder halt Dauerrollen. Alles mit, also wirklich mies hämmern. Das hat auch teilweise funktioniert. Also sie wechseln teilweise die Richtung, ich weiß noch nicht, wie stark sie die Richtung verfolgen können. Na, eben war mein Problem, ich bin weggelaufen, bin auch zum Glück noch rausgekommen. Aber dann wollte ich gerade rüberrennen und der Feierregen war links von mir. Aber dann kam mir immer noch durch. Oh Gott, ja. Ich hasse diese Feuerdinger. Das Problem ist, staggert halt. Also die Pfeile staggern halt. Und sind halt mehrere Instanzen. Ich weiß nicht, wie genau man das nutzt. Und der macht halt gleich als erstes. Habe ich auch komplett Aber wir haben gerade 2500 Schaden in dem ersten Akt gemacht. Ja, ja. Und dass man den kritischen Angriff, also bei den meisten auch kostet, bei Gegner hat es halt irgendwann so, dass man halt irgendwann einmal einen kritischen Angriff machen kann, meistens auf den Kopf. Bei dem hier habe ich das bisher auch noch nicht hingekriegt. Das Feuer kann relativ gehen. Ah, die gehen auch nicht. Alter, wie viele das sind. Ah, wie ungefähr. Ich teilweise die sind. Jetzt, ach ja, das ändert sich jetzt mal. Über seinem. Wenn ich jetzt einfach mal wegcall, wo er sich wegportet, macht er jetzt einen kleinen Hügelchen. Um einen zu nerven. Ja, die machen ja nicht viel Schaden. Im meisten nicht, aber. Scheiße! Was? Die kannte ich noch nicht, die Attacke. Das war seine ganz normale Nahkampfattacke, die macht er halt nur so gut wie nie. Er hat sich so geschlängelt. Da ist relativ schwierig zu sehen, in welche Richtung der halt haut. Also, wie gesagt, er ist von den Movesets nichts Kompliziertes. Du kannst ihn relativ gut vorhersehen, aber... Ganze zu überleben ist halt auch noch mal was anderes. Ist das jetzt dunkel oder ist das jetzt Magieschaden? Na, ich lasse das Ding flicken Ring. Ne? Einfach weil da ja auch ein Feuer am Ende mit dabei ist. Wirklich tanken kannst du so ein Ding ja auch nicht richtig. Schade. Ich habe mal den Weithändig-Modus ausprobiert. Also die Waffe, die ich jetzt habe, war ja glaube ich sowieso um 3-4 Damage besser als mein Ushigatana. Warte mal, wenn du ein Schild benutzt, hast du dann das... Wie heißt das denn? Lass mich mal kurz gucken. Wenn ich mal, mir fehlt der Defi, glaube ich, ein Waffenschild. Ah ne, da, Goldschwingenwappen. Nee, gut, das kannst du noch nicht haben, das kommt erst später. Hab ich verwechselt. Ich habe trotzdem mal getauscht, das Drachenwappenschild gegen das Schild des Schwarzen Ritters. Ah, das hätte ich so gerne, ich muss mal Schwarze Ritter farmen gehen. Das nächstbessere, oh, das braucht 34, das Anti-Flug-Großschild. Nee, es gibt noch ein Schild, das hat sehr, sehr hohe Magieschadenswerte. Ja, das hat das auch, das Drachenwappen hat aber auch schon ziemlich hoch. Ja, okay. Also da steht dann speziell drin, hat eine sehr, sehr hohe Magie. Das ist Goldfalken, na, ich hab jetzt was auch immer. Dunkel irgendwie 10 mehr, aber Haltung 11 mehr. Ja, ich benutze halt eh keine Schilde, deswegen. Ich finde das ganz schön, aber ich hätte mir eigentlich einen Stärkecharakter machen sollen. Beides Zauber auch parryen kann, das Schild, das ich hatte.
Ich habe das Parry-Timing nicht drauf. Ja, du springst. Mein Körper macht mich schon schon. Versuch dich zurück, Eva. Hä? Zweimal hat er es auch noch nie gemacht. Es war irgendwie, als hätten wir sein. LOL? Ah, das erklärt das Ganze. Der hat die Animation nicht gemacht. Ich würde fast schon schätzen. Das. Der läuft auf einmal komplett anders ab. Vorsicht. Ja. So hat er bisher noch nicht einmal gespielt. Ja, dieses Mal keine Schwache, weil es eine zweite Basis gab. Warte mal. Wonach die sich jetzt hier suchen? Nicht gerade ganz. Also den kann man relativ leicht. Naja, ich war schon auf dem Boden. Ah, diese Sende. Ja, ich hab ich auch nicht. Ich hab ja die ganzen Bosse. Scheiße! Pass hier! Oh, es geht auf dich, zum Glück. Ich sehe das etwas anders, weil ich den Steinhaufen getan habe. Aber du bist nicht jetzt ein, ich schaffe. Ach, du bist tot, schon. Ja. Ich bin in der Lage, der Steinhaufen, da bin ich dran festgerollt. Ärgerlich. Kann ich jetzt aber nicht. Feierregen! Alter, er ist tot, aber der Feierregen kommt doch. Das ist egal, solange er tot ist. Oh. Tot. Ja, aber ich will trotzdem nicht sterben. Ja, aber dann kannst du dir mal die Gegend angucken. Das war übrigens der Boss, den ich letztes Mal, als wir angefangen haben, zusammen zu spielen, gelöst habe. Oder in diesem Cutscene kam. Arno Londo. Bei dir aber nicht kommen. So, gehe ich jetzt hier an den Seiten noch hoch, oder? Das würde ich machen. Also, da ist nicht mehr viel. Du bist jetzt mit dem Gebiet fertig. Als nächstes kommt der Kerker. Von Irifühl. Ja. Und das ist doch das einzige Gebiet, wo ich noch lang gehen könnte. Ja. Das ist auch der richtige Weg. Ich meine, mehr Abzeugung gibt's nicht. Ist auch kein sonderlich. Also. Ja, gut, eigentlich ist. Nicht so. Vorausrüstung. Danke für diese absolut unsinnige Information. So. Es sind gar nicht mehr so viele Gebiete. Aber weißt du was? Vielleicht liegt hier, sieht alles hier nur anders aus, weil Ring der Sonnenprinzessin, weil wir ja die Prinzessin entlarvt haben als Verräterin und sich ja dann die Vision und so alles. Das habe ich nicht gemacht. Also das habe ich damals tatsächlich nicht gemacht, aber das. Ja, aber deswegen war ja das Arno Londo, was du gesehen hast und du jetzt hier vermisst, ja eigentlich das, was vielleicht gar nicht existiert. Nee, aber da waren noch Gebäude und alles. Da ging es doch sogar zum Archiv des Herzogs und alle. Ja, ich weiß, was du meinst, aber. Also, da müsste. Hier war eine riesige Gebäude. Waren ja keine Illusionen, sonst wären wir ja durch den Boden. Da war ja auch. Es war auch nicht alles eingeschneit und da war kein Wasser oder sowas. Hm. Ich finde das mit der. Wie gesagt, ich. Weiß irgendwie nicht, wie das alles der. Zusammenhängt. Ist ja auch egal. Du brauchst dir ja jetzt hier nicht ständig den Kopf rüber zu zerbrechen. So, ich guck mir jetzt erstmal an, was ich mit der Seele machen kann. Aha. Das eine ist ein Wunder, das andere weiß ich nicht. Seele von Aldrich, ja. Steht Gegner mit einer illusorischen Sense-TP. Genau. Und das andere ist eine Finstermond-Langbogen. Cool. Ach, genau, der Bogen, stimmt. Physisch und magisch. Das ist der aus dem ersten Teil. Aber da ich das andere nicht mache, nehme ich die Waffe. Ja gut, ich habe halt das Wunder für die 100%. Ja, nö. Also ich bin zwar auch Achievement geil eigentlich, aber das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Ne, ich hatte halt geguckt und dann ist mir aufgefallen, ja, mir fehlen noch, ich glaube, 8 Stück waren es zu dem Zeitpunkt.
Jetzt fehlen mir im Moment die 8 Stück. Jetzt oder ja, genau. Mir fehlen jetzt noch 8 Stück, dann waren es zu dem Zeitpunkt um die 12 oder so. Und da habe ich mir halt gedacht, komm, dann mache ich die noch. Jetzt kommen Smog-Sachen dazu. Ashen One. Ach, jetzt kommen erst Smog, okay. Ich hätte die schon vorher gehabt, aber naja. Ach nee, den Hammer hatte ich schon jetzt vorher. Nach dem Dings wahrscheinlich. Ja, ja, den Hammer hatte ich vorher. Jetzt. Muss mal gucken, aber gut, ich kann im Kerker mein Symbol legen. Das ist gut. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz nochmal auf Waffe durchwirken. Ach nee. Ich habe kein Geld. Wo war denn das jetzt nochmal mit dem... Doch, Waffe durchwirken, genau. So, mein Uchigatana wäre bei 184 plus 76 und 34 Blutungen. Und mein Kronschwert 184 bis 82, also 6 Bonusschaden mehr. Also deswegen habe ich Uchigatana auch so gelassen, weil mein Krummschwert macht generell schon mehr Schaden als das Uchigatana. Ja, okay. Das Krummschwert habe ich nicht gedroppt bekommen. Aber das kriege ich noch, weil ich da auch einen Eid-Ding, glaube ich, farmen muss.